The story follows the fate of the young hero Beowulf from the people of the Geatas, whose king is initially Hygelac. According to research, the Geatas are probably to be identified with the Goths, alternatively, Goths or Jutes could be meant. The protagonist Beowulf, a hero of the Goths, travels to Denmark with 14 companions to support King Hrothgar. The Great Hall of the Danish King, hear it, is haunted by Grendel, a man-eating monster. Beowulf is considered an epic whose protagonist travels around to prove his strength in the fight against supernatural beings and monsters. The poem begins with Beowulf's arrival in Denmark, where Grendel's attacks have been going on for a long time. An elaborate genealogy of the characters is described, as well as the way in which the characters are closely intertwined with one another. The warriors follow a heroic code that forms the basis for all words and deeds. The society described in the poem values honor, courage, and bravery. Fighters are highly respected and reach important positions. The king, who holds the position of protector of his country, expects his men to serve in war. He rewards them for their efforts with weapons, valuables, and land. Erwidernd sprach der Wettermerker, kühner Häuptling, der Kraftberühmte, unterm Helm hervor, an Hygelacs Tafel brechen wir Brot, Beowulf heiß ich. Sagen will ich dem Sohn des Heraldene, dem rühmlichen König der Reiseabsicht, woher die schimmernden Schilde führt, dir die Brünnen raubt, die bergenden Helme der Herrschaftsmenge. Bei Rodgar bin ich in Amt und Dienst. Ausländer schaut ich kaum so viele von kühnerem Aussehen. Nicht Ächtung, mein ich. Nur edler Mut und Heldensinn führt euch in Rodgars Saal. Sprach der Wettermerker, kühner Häuptling, der Kraftberühmte, unterm Helm hervor. An Hygelacs Tafel brechen wir Brot. Beowulf heiß ich. Sagen will ich dem Sohn des Heraldene, dem rühmlichen König, der Reiseabsicht. Falls dein würdiger Fürst es gewähren will, dass dem Edlen wir vor das Antlitz treten. Wulfgar, sagte der Wendlenfürst, sein mutiger Sinn war manchem bekannt. Seine Kühnheit und Klugheit. Den König der Dänen, den Fürsten der Süldinge, fragen will ich, woher die schimmernden Schilde führt ihr, die Brünnen grau, die bergenden Helme, der Heerschäftemenge. Bei Rotka bin ich in Amt und Dienst. Ausländer schaut ich kaum, so viele von kühnerem Aussehen. Nicht Ächtung, mein ich, nur edler Mut und Heldensinn führt euch in Rotkas Saal. Dem Brecher der Ringe die Bitte erfüllend, dem edlen Herrscher dein Anliegen melden und eiligst dann dir die Antwort künden, die der Gütige mir zu geben geruht.